Und lassen Sie uns direkt mal fragen bei Peter Hell. Peter, du bist gerade in der Ukraine. Wo bist du? Du hast Kiew verlassen. Wie war die Route aus Kiew raus? Und wie ist die Lage aktuell in der Ukraine? Also ich fange mal an, wo wir sind, und ich möchte erstmal um Verzeihung bitten bei dem Herrn Botschafter für meine Aussprache. Wir sind in Chmelnytskyj, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Wir sind gestern aus Kiew raus, in frühen Morgenstunden. Es war sehr gespenstisch, muss ich sagen. Wir hatten um 7 Uhr haben wir Abfahrt gehabt, sind durch eine Geisterstadt gefahren, an mehreren Checkpoints vorbei. Man merkt, Kiew ist in einem kompletten Schockzustand. Nachts die Bombardements, dauernd gehen die Sirenen, auf den Straßen sind keine Menschen. Es ist eine gespenstische Ruhe, die sich da durch diese engen Straßen zieht. Checkpoints überall, also man wartet im Prinzip auf den Feuersturm, der hoffentlich nie eintreten wird, aber wir befürchten Schlimmstes. Wir sind dann raus und wir sind dann in eine Stadtausfahrt gekommen, wo man gemerkt hat, okay, hier bereitet man sich auf das Schlimmste vor. Es werden Gräben ausgehoben, es werden Schutzmaßnahmen. Peter, wir haben gerade ein wenig Verbindungsschwierigkeiten.